vor allem erstmal vielen Dank, dass Sie mir diese Chance geben, mit Ihnen das Gespräch führen zu können. Ich möchte bedanken. Ja, also Herr Orlando, Sie gehören zu den bekanntesten Kämpfern gegen die Mafia in Italien. Und können Sie mir zunächst einmal erklären, was ist die Mafia und wie unterscheidet sie sich von normaler Kriminalität? Die Mafia ist ein Gewaltsystem. Es ist ein kulturelles Gewaltsystem, ein ökonomisches Gewaltsystem, ein religiöses Gewaltsystem, ein politisches Gewaltsystem, ein kriminelles Gewaltsystem. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Mafia und Normalkriminalität. Entschuldigen Sie für das Wort normal. Weil Normalkriminalität ist gegen den Staat und außerhalb des Staates, gegen Banken und außerhalb der Banken, gegen die Kirche und außerhalb der Kirche, gegen die Zivilgesellschaft und außerhalb der Zivilgesellschaft. Das ist normal organisierte Kriminalität. Die Mafia ist etwas anderes. Die Mafia ist gegen den Staat und innerhalb des Staates, gegen Banken und innerhalb der Banken, gegen Kirche und innerhalb der Kirche, gegen Zivilgesellschaft und innerhalb der Zivilgesellschaft. Das heißt, dass die Mafia, um Mafia zu sein, braucht innerhalb zu sein. Braucht innerhalb des Staates sein, das heißt, braucht Menschen innerhalb der Stadt, die Mafiosi sind, haben. Braucht innerhalb der Kirche sein, braucht innerhalb der Banken sein, braucht innerhalb der Zivilgesellschaft sein. Das heißt, braucht die Gesichter von einer Bevölkerung zu haben. Sizilianische in Sizilien, russische in Russland, kolumbische in Kolumbien und so weiter. Und Kampf gegen Normalkriminalität braucht zuerst Polizei, braucht zuerst Justizsystem. Kampf gegen Mafia braucht natürlich Polizei, natürlich Justizsystem, aber braucht auch etwas anderes. Deswegen ich spreche über einen sizilianischen Kern. Wissen Sie, wie ein sizilianischer Kern ist? Ein sizilianischer Kern ist ein Kern mit zwei Rädern. Ein Rad ist Rad von Kultur. Per favore, la morte qua. Ja, wir waren bei diesem Karren mit zwei Rädern. Ein Rad ist Rad von Polizei, Rad von System. Ein anderer Rad ist Rad von Kultur. Ein sizilianischer Karren hat zwei Räder. Die zwei Räder brauchen gleichzeitig fahren. Als Rad von Legalität, Rad von Polizei, fährt schneller als Rad von Kultur, Karren geht nicht geradeaus. Geht rund. Ja. Und die Leute würden sagen, es war besser, als es war schlechter. Also wir haben nur ein zweites Rad, das heißt Rad von Kultur. Wir sind die Risiko, dass wir organisieren eine wunderschöne sizilianische Musikkonzert in Ehre von welchem Mafia-Boss. Wir brauchen die zwei Räder gleichzeitig fahren. Und mein Leben war gegen die Mafia. Das heißt, war kontrollieren die zwei Räder, um die zwei Räder können gleichzeitig fahren. Also sagen, das eine Rad im Kampf gegen die Mafia ist die Polizei, das andere ist die Zivilgesellschaft. Natürlich. Ein Rad ist von Polizei, ein anderer Rad ist von Kirche, Presse, Unternehmer, Zivilgesellschaft. Und Sie müssen denken, was passiert in Palermo. Palermo ist ein Mosaik, ist nicht ein Bild. Palermo ist ein Mosaik, das heißt, ist mit verschiedenen Steinstücken, verschiedenen Farben, verschiedenen Dimensionen. Und ein Mosaik braucht ein Rahmen.
Ohne Rahmen, Mosaik ist eine Liste von Steinstücken ohne Harmonie. In der Vergangenheit, die Rahmen war katholische Kirche, war aristokratische Familie und Mafia. Und diese Allianz zwischen katholischer Kirche, aristokratische Familie und Mafia hat zu diesem Mosaik Palermo eine Harmonie gegeben, eine kriminelle Harmonie gegeben, aber eine Harmonie. Danach ist Faschismus gekommen und der Rahmen da war Faschismus, katholische Kirche und noch Mafia. Und nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen wir finden Politik, katholische Kirche und Mafia. Als ich bin erstes Mal Oberbürgermeister von Palermo gewählt, ich hatte ein Ziel, ein Projekt. Nicht mehr im Rahmen von Mosaik Palermo die Mafia haben. Und jetzt, ich kann sagen, dass wir sind erfolgreich, weil ich bin der Bürgermeister von Palermo und ich bin gegen die Mafia. Und ich kann sagen, dass die Mafia regiert nicht mehr statt Palermo, in Vergangenheit. Obergemeister von Palermo waren normalerweise Freunde von Mafia Boss. Ich muss bereits sagen, es war ein, der war gleichzeitig Mafia Boss und Obergemeister von Palermo. Und ich denke, dass Änderung in Palermo kam von einer großen, wunderschönen Zivilcourage, einer großen, wunderschönen Reaktion von Bevölkerung, die Frauen, die Kinder. Die haben basta gesagt, genug ist genug. Wir wollen nicht mehr unter Kontrolle von Mafia-Boss leben in Stadt Palermo. Wie ist die Mafia denn entstanden historisch in Sizilien? Wie ist die Mafia überhaupt entstanden? Ja. Nehmen Sie Platz. Adam Davascia ist der Präsident von Consulta delle Culture. Sie wissen, ich habe darüber in Berlin gesprochen, ja, über diese Stadtrat von den Menschen, die in Palermo gekommen sind, sogenannte Migranten. Und er ist der Präsident, er kommt aus Palästina, er kommt aus Nazareth und er ist ein Doktor, ein junger Doktor. Und er ist ein Muslim natürlich und er ist der Präsident, die Vizepräsidentin ist eine Frau aus Bangladesch, Muslime auch. Und das ist, ich denke, einzige, Palermo ist die einzige Stadt mit einem Stadtrat für Migranten. Direkt gewählt von Migranten, demokratisch direkt gewählt von Migranten. Okay, das ist spannend. Da würde ich gerne später noch drauf zu sprechen kommen. Ja, natürlich. So, normalerweise, man sagt, dass die Mafia ist in Sizilien geboren, weil wir hatten keinen Staat. Und Mafia ist Staat in Sizilien geboren. Und hat eine Organisation zu Sizilien gegeben, eine kriminelle Organisation gegeben, hat Ordnung in Sizilien gefördert. Und das ist eine Theorie. Aber ich denke, dass die Mafia ist in Sizilien geboren, weil wir hatten keine Free Market. Keine Kompetition. Wir hatten ein aristokratisches ökonomisches System, der hat nie Kompetition gekannt. Das heißt, dass die aristokratische Familie waren nicht normale Unternehmer. Sie waren die Boss, die hatten eine große Eigentum und die Mafiosi waren am Dienst von diesem Boss und haben wie eine Verhältnis gebaut zwischen Land und Stadt. Zwischen Land, wo die Menschen arbeiten, die armen Menschen arbeiten, und Stadt, wo sind die wunderschönen Palast von die aristokratische Familie. Und
Wir brauchen Kompetition haben, um gegen die Mafia in Kampf zu kommen. Wir brauchen, dass die Menschen sind frei, zu Unternehmer zu werden, sind frei, eine normale Karriere zu haben. Wir brauchen nicht mehr unter Kontrolle von einem Clan zu sein. Also waren die ersten Mafiosi Landadlige oder Aristokraten? Natürlich. Sie waren, sie, die Frage ist, wer ist der Boss? Ist der Mann mehr intelligent? Nein. Ist der Mann mehr gewalttätig? Nein. Der Boss in Mafia-Organisation ist der Mann, der kontrolliert die mehr lukrative Tätigkeit. Als mehr lukrative Tätigkeit sind im Land, der Mafia-Boss ist im Land. Als mehr lukrative Tätigkeit ist in Stadt, zum Beispiel in der Fentischen Werke, Mafia-Boss ist im Land. Als mehr lukrative Tätigkeit ist in Drogenhandel, Mafia-Boss ist wo? Dann sind Sie in den Drogenhandel eingestiegen. Doch, doch. Und das heißt, dass die anderen bleiben innerhalb der Organisation. Das heißt, dass wir haben am Anfang, die Mafia-Boss waren im Land. Danach die Mafia-Boss sind in Stadt. Aber die anderen, die im Land geblieben sind, sind nicht getrennt von den Boss, die in Stadt sind. Aber sind verbannt. Sie haben starke Verhältnisse. So, wir haben wie eine Reihe, die Ausland bis Weltdroghandel fährt. Und sie sind alle zusammen, aber natürlich, wer ist Hinoe? Hinoe ist der Mann, der kontrolliert, oder sind die Männer, die kontrollieren die mehr lukrative Tätigkeiten. Sie haben einmal gesagt, die Mafia sei eine Form von identitärer Kriminalität. Können Sie das erklären? Mafia braucht innerhalb der Zivilgesellschaft zu sein. Mafia in Sizilien braucht sizilianische Gesichter zu haben. In Russland russische Gesichter zu haben. In China chinesische Gesichter zu haben. Weil Mafia braucht innerhalb der Zivilgesellschaft zu sein. Deswegen die Mafia pervertiert Identitäten. So in Sizilien pervertiert sizilianische Identität. Wir haben traditionelle sizilianische Werte, wie Freundschaft, wie Familie, wie Ehre. Was hat die sizilianische Mafia getan? Hat diese Werte pervertiert und hat im Namen von dieser Werte ermordet. Hat ermordet im Namen von Familie, hat ermordet im Namen von Ehre, hat ermordet im Namen von Freundschaft, hat ermordet im Namen von religiösen Glauben. Jedes Mal, dass ein Mafia-Boss ist in Gefängnis gebracht, er hat ein Bild von Madonna, ein Bild von einem Heiligen, weil sie brauchen eine Botschaft schicken. Wir sind Sizilianer, 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 das heißt, da wir respektieren Ehre, Familie, Freundschaft, religiöse, katholische Glauben. Falsch, sie respektieren nicht, sie pervertieren unsere Werte. Und sie sind die Feinde von unserer Identität. Wer ist der Feinde von sizilianischer Identität? Der Feinde von sizilianischer Identität ist ein sizilianischer Mafia-Boss, der sagt, er ist ein Schützer von unserer Identität. Falsch. Dasselbe passiert natürlich mit dem Nazismus, mit dem Nationalsozialismus in Deutschland. Was hat der Nationalsozialismus in Deutschland getan? Hat die deutsche Kultur pervertiert. Hat die Namen von deutscher Kultur ermordet. Hat Adolf Hitler hat gesagt, ich bin der Schützer von deutscher Identität. Wer ist der Feind von deutscher Kultur? Ist der Feind von deutscher Kultur, ist der Feind von deutscher Identität, ist natürlich Adolf Hitler. Dasselbe passiert in islamischen Ländern. Wer ist der Feind von islamischer Kultur? Ich habe einen großen Respekt für islamische Kultur. Ist der Feind von islamischer Kultur? Ist ein Terrorist, der sagt, dass er mordet im Namen vom Prophet.
im Namen von Allah, er ermordete zweimal. Einmal Menschen, einmal Personen, einmal eine Kultur, eine Identität. Islamische Kultur, islamische Identität. So, meine Theorie, Kuba, wie möglich ist, im Kampf gegen sizilianische Mafia zu kommen, ist nicht eine Theorie, Kuba, ein Phänomen in einer kleinen Peripherie von Welt, aber das ist eine Theorie, der gültig ist in ganzer Welt, gegen jede Kriminelle, der pervertierte eine Identität. Sie haben jetzt schon selber die Mafia mit dem Nationalsozialismus in Deutschland verglichen und dem Islamismus als identitäre Kriminalitäten oder Identity-Based Criminality, haben Sie auch mal im Englischen geschrieben. Kann man dann die Methoden, die Sie angewandt haben, um gegen die Mafia zu kämpfen, auch benutzen, um gegen Rechtsextremismus zu kämpfen oder gegen Islamismus? Sizilianische Keine. Im Kampf gegen sizilianische Mafia, im Kampf gegen sizilianische identitarische Kriminalität, Polizei ist nicht genug. Wir brauchen Lehrer, wir brauchen Journalisten, wir brauchen Unternehmer. Wir brauchen Zivilgesellschaft, wir brauchen eine zweite Rate von sizilianischen Kräften. Dasselbe passiert natürlich gegen Nationalsozialismus. Gegen Nationalsozialismus, wir brauchen natürlich Polizei, aber wir brauchen auch die Zivilgesellschaft. Und wir brauchen deutsche Zivilgesellschaft, weil jede Kultur braucht, in Kampf zu kommen gegen Perversion von der Kultur. Ein Einziger kann nicht im Kampf gegen Terrorismus in Verhältnis mit Islam zu kommen. Wir brauchen Muslime im Kampf gegen eine Perversion von Islam. Wir brauchen Deutsche gegen eine Perversion von deutscher Kultur. Wir brauchen Sizilianer im Kampf gegen Perversion von sizilianischer Kultur. Das ist gerade unsere Botschaft. Das ist gerade, was heute die Welt verstanden hat. Wo wir schon mal bei Deutschland und Rechtsextremismus sind, was sind Ihre Gedanken zu Organisationen wie Pegida oder der AfD? Und wie, glauben Sie, sollten die Deutschen am wirkungsvollsten dagegen kämpfen? Diese Organisationen in Deutschland sind die ersten Feinde von deutscher Kultur. Sind die ersten Feinde von deutscher Kultur, weil sie pervertieren deutsche Kultur. Und im Namen von deutscher Kultur, sie sind im Kampf gegen die Menschen, die haben eine andere Identität. Weil ich denke, dass in deutscher Kultur es gibt keine Intoleranz. Als man transformiert tolerante deutsche Kultur in intolerant, er ist ein Feind von deutscher Kultur. So, Extremismus ist gerade wie Nationalsozialismus, ist eine Perversion von deutscher Kultur. Und das ist, ich denke, was die Deutschen verstehen müssen und ich hoffe, dass verstehen werden. Kehren wir noch einmal zur Mafia zurück. Was sind die schlimmsten Verbrechen der Mafia in Italien? Ich denke, das schlimmste Verbrechen von Mafia sind die Verbrechen gegen Demokratie, Verbrechen gegen Freiheit. Weil die Mafia hat ermordet Menschen, die gegen die Mafia waren. Sie müssen denken, dass in 70 und 80 Jahren die Mafia regierte Palermo. Die Mafia war in Regierung in Rom auch. Die Mafia hatte die Gesichter des Staat und der Staat hat die Gesichter der Mafia. Das war dasselbe. Mafia und Staat, Staat und Mafia, Mafia und Staat, Staat und Mafia. Aber seit 70 Jahren viele Menschen innerhalb Politik, viele Menschen innerhalb Justizsystem, viele Menschen innerhalb Polizei, viele Menschen innerhalb
religiös system haben Nein gesagt. Und ich erinnere mein Kampf in 80er und 90er Jahren. Ich war im Kampf gegen die Menschen, die waren gegenüber, aber zuerst, meine Freunde waren bei mir, weil sie waren innerhalb dieser Palast. Sie waren gleichzeitig Politiker und Mafiosi. Und das war so schwer, im Kampf gegen die Menschen, die gegenüber mir waren. Aber darf ich sagen, mehr kompliziert, im Kampf zu kommen, gegen die Menschen, die waren in anderen Zimmer, im gleichen Palast, in der Stadt. Hatten Sie auch selber Freunde oder politische Weggefährten, die bei der Mafia waren? Ich habe meine politische Erfahrung fängt am 6. Januar 1980 an, als Piersanti Mattarella, Sizilienpräsidente, ermordet wurde. Piersanti Mattarella war eine schönette Mann, war Sizilienpräsident, Ministerpräsident von Sizilien und ermordet wurde. Und ich war juristischer Berater von diesem jungen Präsidenten. Ich war ein junger Uniprofessor und er war ein junger Ministerpräsident von Sizilien. Und er mordete wurde von die Politiker und von die Mafiosi. Von die Politiker von die gleiche Partei von Piersanti. Die haben Piersanti ermordet. Und seit diesem Moment, ich musste entscheiden, wieder zurück nach Universität gehen und weiter Uniprofessor zu sein oder in Politik engagiert zu sein. Ich habe entschieden, weiter zu gehen in Politik, im Kampf gegen die Mafia. Denken Sie, dass bei Piersanti Mattarella, ermordet von die Mafia, war auch der Bruder Sergio. Ein Uniprofessor, meine Kollegen in Universität. Jura Professor, meine Kollegen in Universität. Das war ein junger Staatsanwalt, Piero Grasso, und der war ich, der juristische Berater von Piersanti Mattarella. Heute, ich kann sagen, und ich bin stolz zu sagen, dass der Bruder von Piersanti Mattarella, der ermordet wurde von die Politiker und von die Mafia, ist unser italienischer Republikpräsident, das heißt erstes Amt in unserem Land. Piero Grasso, junger Staatsanwalt, der war zuständig für Ermordung von Piersanti Mattarella, ist zweites Amt in unserem Staat, in unserem Land, ist Senatspräsident. Und ich bin Obergemeister von Palermo, nicht mehr von der Mafia regiert. Ich denke, das ist eine große, wunderschöne Änderung. Heute wir können sagen, dass Mafia regiert nicht mehr Palermo. Ich kann nicht sagen, dass Mafia existiert nicht mehr, aber Mafia regiert nicht. Mafia ist ein Steinstück im Mosaik Palermo, aber ist nicht mehr im Rahmen von Palermo, ist mehr in Regierung von Palermo. Jetzt muss ich einmal zu der Kamera nochmal gehen und sie wieder anschalten. Ja. Okay. In 10 Minuten ich müsste. Okay. Wie ist es Ihnen gelungen, genau die Mafia in Palermo zurückzudrängen? In welchen Schritten? Sie haben da diese Organisation gegründet, La Rete? Ja, ich habe eine Organisation gegründet, La Rete, eine politische Bewegung in 1991. Und das war eine nationale Bewegung, war eine nationale politische Stelle gegen die Mafia, aber gegen auch Illegalität, nicht nur Mafia, auch Korruption. Und wir sind wie ein Symbol geworden in Italien und wir haben Beweis gegeben, dass Änderung ist möglich. Es gibt eine
traditionelle sicilianische Sprichwort sagt, chi nasce tondo non può morire quadrato. In italienisch, chi nasce rotondo non può morire quadrato. Auf Deutsch, wer rund geboren ist, kann nicht quadratisch sterben. Falsch. Wer rund geboren ist, kann auch quadratisch sterben. Änderung ist möglich. Und Palermo und Sizilien, wir haben Beweis gegeben, dass Änderung ist möglich. Sie sind nicht nur dafür bekannt, gegen die Mafia zu kämpfen, erfolgreich, sondern auch, dass Palermo eine gelungene multikulturelle Stadt ist, wo Menschen vieler Nationalität friedlich zusammenleben. Sie selber haben gesagt, Sie sind stolz darauf, dass Palermo eine nahöstliche Stadt in Europa ist. Und wie gelingt es Ihnen, so viele Immigranten und Flüchtlinge friedlich in Palermo zu integrieren? Palermo ist seit tausenden Jahren eine Migrantenstadt. Eine Migrantenstadt. Das heißt, dass, als Sie spazieren gehen, die Stadt Palermo, Sie können finden Moschee, Sie können finden Spanische, Französische, Deutsche, Sie können finden viele, viele verschiedene Kulturen, viele, viele verschiedene Identitäten, die zusammenleben. Normalerweise sagt das traditionell in Palermo, der Hund, die Katz und die Maus spazieren gehen zusammen. Der Hund, die Katz und die Maus. In anderen Ländern, der Hund ist gegen die Katz ist gegen die Maus. In Palermo spazieren gehen in Frieden zusammen. Seit 100 Jahren, als die Mafia regierte Palermo, das heißt in den letzten Jahrhunderten, bis 90 Jahre, bis wann die Mafia regierte Palermo, wir hatten keine Flüchtlinge in Palermo. Als ich war 30 Jahre alt, das war kein Flüchtlinge in Palermo, weil die Mafia regierte Palermo, und die Mafia war wie die Daesh, wie ISIS, wollte kein Freund haben. Und die Mafia wollte nur Sizilianer haben, nur reine, sogenannte reine Sizilianer haben. Warum? Weil die sizilianische Mafia ist eine titanische Perversion. Das ist ein Integralist-System, ein integralist-kulturelles System. Untergräbt es auch die Macht der Mafia, wenn viele neue Menschen herkommen? Ja, weil die Mafia wollte kontrollieren alle und wollte kontrollieren alle im Namen von einer Identität, einer sizilianischen Identität. Dasselbe passierte in islamischen Ländern. In islamischen Ländern passierte dasselbe. Daesh braucht nur Leute, die islamisch Muslime sind, zu benutzen. Und bis wann? Ich war 30 Jahre alt, ich habe keine Flüchtlinge in Palermo gesehen. Ich muss sagen, die einzige Flüchtlinge in Palermo waren die deutsche Fräulein, die arbeiten in aristokratischen Familien. Als ich war ein Kind, ich habe zu Hause bei mir eine deutsche Fräulein, die hatte Sorge für meine Ausbildung, für mein Leben. Und als wir haben die Mafia nicht mehr in Regierung von Palermo, wir haben so viele Flüchtlinge gehabt. Und endlich, wir haben eine wunderschöne Harmonie zwischen einer Migrantenstadt und Migranten, zwischen einer Moschee und Muslime. Weil bis 90 Jahre, für 100 Jahre lang, wir hatten eine Moschee und keine Muslime. Ja. Und andere große Städte in Europa sind ja keine Migrantenstädte. Kann das, was hier in Palermo geschehen ist, überhaupt für andere Städte funktionieren? Können andere Länder und andere Städte in Europa überhaupt genauso erfolgreich Immigranten migrieren wie Sie? Die Migranten sind Menschen und in anderen europäischen Städten wohnen Menschen. Warum? Was passiert mit Menschen? Migranten und Nicht-Migranten in Palermo kann nicht passieren in anderen Städten in Europa, weil ich denke, dass wir müssen verstehen,
dass internationale Mobilität ist eine Menschenrechte. Eine Menschenrechte. Jeder Mensch hat Recht zu entscheiden, wo zu leben. Niemand kann in Lage zu sein, zu bleiben, wo geboren ist, wo die Eltern haben entscheiden, er geboren sein. Ich bin frei, ich bin ein Mensch. Ich kann entscheiden, wo zu leben, das ist eine Menschenrechte. Ich spreche nicht über humanitarische. Wir haben keine humanitarische Stelle. Wir haben eine juristische Stelle. Weil die Migranten, wir müssen nicht Sorge haben für die Migranten, für humanitarische Gründe. Nein, für Menschenrechtsgründe. Weil sie haben Menschenrechte zu entscheiden, wo zu leben. Und 2015 haben Sie ja auch die International Human Mobility Charter von Palermo ins Leben gerufen. Wollen Sie aber wirklich, dass 1,2 Milliarden Afrikaner das Recht hätten, in Europa zu leben? Kann das überhaupt friedlich funktionieren? Warum nicht 700 Millionen Europäer? Kann entscheiden, wo zu leben, und 700 Afrikaner kann nicht entscheiden, wo zu leben. Welcher Unterschied ist ein Afrikaner und ein Europäer, als wir sprechen über Menschenrechte? Es gibt, das ist sinnlos. Und natürlich, ich denke, dass in Zukunft wir werden keine Restriktion, werden keine Aufenthaltsgenehmigung. Die Charta von Palermo ist gegen Aufenthaltsgenehmigung. Wir sind für internationale Mobilität wie eine Menschenrechte. Natürlich, wir sind nicht gegen Reisepass. Wir sind für Reisepass, weil ich habe Angst, dass Sizilianer können fahren in der Welt ohne Kontrolle. Wir machen Reisepass, aber Reisepass ist meine Identität. Aufenthaltsgenehmigung ist eine neue Sklaverei, ist eine neue Todesstrafe. Ich weiß, wir brauchten viele Jahre, wir brauchten viele Jahrhunderte, frei von Sklaverei zu sein. Wir brauchten viele Jahre, viele Jahrhunderte, frei von Todesstrafe zu sein. Aber ich denke, wir können nicht denken, dass in Zukunft Sklaverei zu haben oder Todesstrafe zu haben, dasselbe passiert. Also wir sprechen über Aufenthaltsgenehmigung. In Zukunft, die Welt wird keine Aufenthaltsgenehmigung haben. Ich spreche so, in Palermo. Man denkt, dass Palermo ist Peripherie. Man denkt, dass Palermo ist Vergangenheit. Es tut mir leid. Palermo ist nicht Peripherie. Palermo ist die Zukunft der Welt. Als die Welt würde nicht verstehen, dass sie Willkommen ist einzige Sicherheit. Willkommen ist Sicherheit, weil die Flüchtlinge, die in Palermo wohnen, sie fühlen Stadt Palermo wie ihre Stadt. Sie schützen ihre Stadt, weil sie sind willkommen in Palermo. Und als welche nicht normal Muslime kommt, die Muslime rufen mal zum Bürgermeister. Weil sie haben Sorge für die Sicherheit von Stadt Palermo, weil Stadt Palermo hat Flüchtlinge bekommen. In anderen Städten in Europa, wo die Flüchtlinge sind nicht gut willkommen, vielleicht sie haben keine Sorge für die Sicherheit von den Einwohnern. Die haben nicht korrekt willkommen, die Flüchtlinge. Aber kann es bei den einheimischen Bevölkerungen nicht auch Angst hervorrufen, Angst verdrängt zu werden, wenn so viel Migration stattfindet? Alles kommt aus der Rolle von Lehrer, die Rolle von religiöser Autorität, die Rolle von Politiker. Natürlich, als ob ich Meister von Palermo würde sagen, jeden Tag, oh, Muslime kommt, in Gefahr, oh, Afrikaner kommt, in Gefahr. Natürlich, er würde einen Stress. Ein Stress, er würde die Leute denken, dass
andere zu sein ist eine Bedrohung. Natürlich ist eine Gefahr. Das ist, wir haben eine große, die Politiker in Europa haben eine große pädagogische Rolle. Sie müssen eine pädagogische Rolle spielen, weil in den Stomach von Menschen es gibt keine Intoleranz. Keine Intoleranz. Intoleranz ist ein Krankkopf von Menschen. Noch zwei Fragen. Was hat Ihnen in Ihrem Leben immer wieder Kraft gegeben, weiterzumachen? Enthusiasmus. Ich liebe das Leben. Ich liebe das Leben, deswegen ich bin gegen die Mafia. Ich liebe das Leben, deswegen ich bin gegen die Kriminelle, die ermorden die Flüchtlinge. Ich liebe das Leben. Noch eine letzte Frage. Stellen Sie sich vor, dieses Video wird in 1000 Jahren gefunden von nächsten Generationen. Was möchten Sie dieser Generation über das Leben sagen, das Sie gelebt haben und die Dinge, die Sie gelernt haben und für sich erkannt haben? Ich denke, dass in Zukunft die Generation, also würden diese Videos sehen, würde sagen, wieso? Es war eine Zeit, wo ein Mann, der so normal sprach, ist wie eine Verrückte, wie ein verrückter Mann gesehen. Das ist so normal, keine Mafia zu haben, das ist so normal, keine Aufenthaltsgenehmigung zu haben, ist voll normal, keine Sklaverei zu haben, keine Todesstrafe zu haben, keine Aufenthaltsgenehmigung zu haben. Herr Orlando, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich bedanke und ich hoffe, dass in Zukunft ich werde keine Interview machen, weil was ich sage, ist, was die ganze Welt sagt. Okay, in diesem Moment bin ich wie eine Ausnahme. Aber ich hoffe, dass in Zukunft, was ich sage, wird die Regel sein. Das hoffe ich auch und ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Perfetto. Adam. Io mi dispiace il ritardo.